Zuletzt in Fallout New Vegas. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei Fallout New Vegas, wo es weitergeht, hier immer noch in Good Springs. Ja, wo ich mich jetzt in die Tanke hier reinmache. Ja, der Sprit ist leer, das irgendwie, aber das ist eine andere Sache. Ja, ich muss nämlich dem lieben Ringo helfen bei der Quest Schießerei in der Geisterstadt. Ja, der hat Stress mit den Pulverbanditen und ich will mal hören, was der so zu sagen hat. Hey Ringo, alles cool? Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ja, ich bin der liebe Nalef und du solltest nur dann schießen, wenn du dir auch sicher bist, dass du triffst. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Ah, macht nix. Sie haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass ein Mann namens Joe Cobb nach dir sucht. Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Okay, warum sind die Pulverbanditen hinter dir her? Meine Karawane kehrte gerade aus Kalifornien zur Firmenfiliale in New Vegas zurück, als wir überfallen wurden. Nicht mal ein Waffen fallen lassen und Hände hoch, bevor die Kugeln flogen. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, aber das waren zu viele. Ich habe ein paar Banditen erledigt, bevor ich mich verzog. Also nehme ich an, dass ihre Freunde auf Rache aus sind. Okay. Was willst du wegen der Pulverbande unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kann ich dir helfen. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären. Okay. Ich frag mal rum. Ich schau mal, wenn ich alles auftreiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Okay. Also, wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Du, wir haben gerade eben erst aufgehört, miteinander zu reden. Kollege, du bist einen Schritt vorwärts gegangen. Wie hätte ich das machen sollen? Oh, naja, ich möchte ungern ohne Sie anfangen. Ja, dann warte ab, ich mach das schon, Kollege. So ein Ding ist das. Gut, also. Was haben wir denn hier alles? Arzttasche. Mein Lieber, hast du noch irgendwelchen guten Stuff hier dabei und so? Klingeling, kling, kling, kling. Nein, gut, dann schauen wir doch mal. So, die liebe Sunny. Oh Junge, ich glaube, da ist jetzt gerade keiner mehr hier am Start. Wie spät ist es denn? PM. Okay. Dann würde ich sagen. Warte ich einfach mal, oder? Ich meine. Muss ja dann irgendwann wiederkommen. Oder hat die hier ein Haus? Lass mal gucken. Hat die hier ein Haus? So, Protect. Doc Mitchells Haus. Da ist die Tankstelle. Good Springs Schule. So, House in Good Springs. House in Good Springs. Komm, lass mal gucken, ob der da irgendwo wohnt. Der muss hier doch wohnen. So, ich glaube nicht, dass irgendwie hier Fußweg und so hat.
So. Schauen wir doch mal hier rein. So. Du nicht. So, vielleicht hast du was hier. Wasser, Wasser. Grotte. Radkakerlakenfleisch. Absinth, hör mal. Okay. Können wir ganz verkaufen. So, hast du noch was hier im Ofen? Zündflamme, mehr aber auch nicht. Palim, palam, palim. So, buff out. So, Söldner Feldoutfits. Ich möchte nicht schlafen. Ich will in die Truhe gucken. Wie sieht es eigentlich mit den Stats aus, hör mal? Ich glaube, da kann ich mal so langsam. Durst geht's, Hunger geht's, Müdigkeit auch. Komm, wie sagen, pennen wir doch mal bis morgen. Eine Runde. So, einfach mal hier. Bis 9. Ja, 9 Stunden. Erlaubt. Na, dann haben wir 8 Uhr. Das ist doch hier in Ordnung. 7, 8. Ah, mega. So, hungermäßig. Müdigkeit ist super. Hunger und Durst. Das heißt, da kippe ich mir was rein. Aber das braucht man nicht. Das ist doch nur unnötig. So, ein Brahminsteak. Eine frische Birne, ein bisschen Karotte, frischer Mais und hier zwei Wässerchen. Gut. Das sieht doch schon besser aus. So, Sunny, wo bist du, mein Lieber? Ich muss mit dir reden. Hör mal. Ich guck mal, die ist bestimmt hier im Prospector Saloon. Jetzt alles ab, hey. Okay. 24 hours open. Ist noch keiner hier oder was? Hä, wo ist denn die Mutti? Oh, ich hasse das, ne, wenn ich die nicht finde. Es muss mir ja eigentlich angezeigt werden, oder? Laut Quest, wo die Mutti ist. Da ist die Mutti. Siehste, wusste ich's doch. So. Anscheinend. Da. Siehste, da kommt sie. So. Hallo. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ja, gezwungenermaßen. Gut. Ich werde Ringo gegen die Pulverbande unterstützen. Ich brauche aber deine Hilfe. Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Okay, gut. Das war ja mal... das war echt einfach. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Okay. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Gut. Hast du einen Plan, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Ich habe hier scheiß Radio repariert, ne? Ich glaube, das könnte helfen. Wäre Chet gewillt, uns seine Vorräte zu überlassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch falschen wollen. Okay. Wie komme ich an Easy Pete's Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Das wird schwierig. Okay. Ich habe auch keine Kronkorken. Gibt es irgendwelche Arbeit?
Nein, nicht in Good Springs. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easy Pete mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Ja, wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Okay, cool. Ein Magazin über Dietriche? Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Okay. Und die Haarklammern? Die brauchen Sie, um das Schloss zu knacken. Aber seien Sie vorsichtig. Zu viel Druck und sie bricht ab. Ausgerechnet. Gut, dann schaue ich mir das Safe mal. Ich helfe immer gern, wenn jemand mal Pech hat. Ja, alles cool. Wunderbärchen. Dann... Ich werde warten. Genau. Simons, so. Ja, mal lieber erstmal in die Schule gehen und gucken, ob ich diesen verkackten Safe jetzt aufbekomme. Ich glaube, ich hatte aber letztes Mal keine Haarklammer, ne? Kann das sein? Destivage ging das nicht. So, jetzt aber. Nein? Okay, gut, dann würde ich sagen, knall ich dir auch noch mal hier Dietrich und du. Dietrich plus 10. Schauen wir mal. Ja, ein Träumchen. Okay, Dietrich, das kennen wir schon, ne? WSD, den Schraubenzieher drehen, Maus die Haarnadel drehen, F Schloss aufbrechen. Je näher die Haarnadel an der korrekten optimalen Position ist, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor die Haarnadel abbricht. Nur wenn die Nadel korrekt positioniert ist, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Sie können auch versuchen, das Schloss aufzubrechen. Bei Misslingen ist es jedoch dauerhaft kaputt und kann nur noch mit einem Schlüssel geöffnet werden. Alle Klechten. So, aber das kennt man ja schon, ne? So, wie viele Haarklammern habe ich eigentlich? 12. Das sieht gut aus. Ein Stückchen noch. Und ein kleines Stück. Dann haben wir es. Hör mal, mega. Okay. Korken, Mentats, ein Stealth Boy, Super C-Pack, Vorkriegsgeld. Ein Träumchen. Und Level Up. Willkommen für Stufe 2. Glückwunsch. Würde ich sagen, 3 Punkte in Schleichen, 3 Punkte in Schusswaffen, 5 Punkte in Reparieren und... Sprengstoff 18. Das weiß ich halt jetzt nicht. Ich würde sagen... Ich glaube, wenn ich das Magazin lese, sollte es reichen, um das Dynamit zu bekommen. Deswegen mache ich einfach mal hier 2 Punkte in Dietrich. Okay, vielleicht noch einen in... einen Schusswaffen. Okay, weiter geht's. So, was haben wir denn hier? Eingefleischter Junggeselle. Im Kampf fügen sie männlichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bieten sich ihnen im Umgang des Vertreters des gleichen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Okay, Freund der Nacht. Sind ein wahrer Freund der Nacht. Bei schlechten Lichtverhältnissen, Gebäuden und nach Einbruch der Dunkelheit im Ödland passen sich ihre Augen schnell an. Heller Kopf mit diesem Rang. Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf erhalten sie 10% zusätzliche EP. Nehme ich nicht mit, man kriegt hier EP in Massen, deswegen brauchen wir nicht. Genauso wenig wie intensives Training. Mit dem extra intensives Training können sie eins ihrer Special Attribute um einen Punkt erhöhen. Das warte mal ab. Lady Killer ist das gleiche wie eingefleischte Junggeselle, nur für Frauen. Langzeitgedächtnis. Bleiben Boni für Fähigkeitsmagazine 3x so lange aktiv. Und schnelles Nachladen. Mit schnelles Nachladen laden ihre Waffen 25% schneller ab. Ich würde sagen, das nehmen wir doch mal. Alle ab. Wunderbärchen, mein Lieber. Okay. Gut. Haben wir das? Dann würde ich sagen, geht's erstmal hier. Wohin eigentlich? Zum lieben Doc. Wir sagen Doc Mitchell, ne, der lässt bestimmt ein paar Stimpacks raus hängen. Wäre nett von ihm. Gehe ich mal schwer von aus. So. Yo, Doc, alles cool? Ja, nein, Doc, wo ist denn der?
der Lurch. Ah da. Hey, Kumpel. Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Naja, die Stadt wird bald von Banditen angegriffen. Ich brauche deine Hilfe. Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Und meine Vorräte sind mager. Aber ich gebe ihnen, was ich entbehren kann. Klingt cool. Wunderbar. Alles klar, ich danke dir. Schön vorsichtig jetzt. Ja, alles cool. Also, das haben wir, ne? Das ist hier im Sack, ne? Yeah, okay. Dann würde ich sagen, klaue ich dem noch die ganzen restlichen Scheißbücher und den Bums hier. Und dann... Warum stehst denn du jetzt auf? Geh bitte nach rechts. Ah, oh, scheiße. Aber hier kann ich mich nicht sehen, ne? Oder? Nee, ne? Also. So, ich brauche Kohle und so. Jetzt mal jede Menge. So, dann hat er noch was in der Küche gehabt. So, das Ganze mitnehmen, das Ganze mitnehmen. Nichts mehr. Gleisen Spielkugel, die war leer. Das war schon hier rausgeräumt, ne? Negligé. Also alles mitgenommen. Ich brauche Kohle. Ich brauche dringend Kohle, aber. So, was haben wir hier? Da ist nichts. Auch schon alles geplündert. Voll der Gierschlund. Okay. Messer. Sonst hast du... Echt jetzt du? Okay. Ich sag nichts. Okay, gut. Haben wir das? Und... Dann passt. Was bringt mir der Hut eigentlich? So. Wahrnehmung plus eins. Ah, laut. Zieh mal an. Dafür sage ich als nächstes zum lieben Chat und... Hör mal, was der so hat. Verkauf mal ganzen Pumps, ne? Und dann... Sollte das ja passen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja, aber hallo. Ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Falschen 825. Das funktioniert. Die Stadt... steht auf dem Spiel. Es muss doch mehr wert sein als ein paar Vorräte. Das Leben der anderen, hör mal. Das ist, da geht nichts drüber. Das sind menschliche Wesen. So wie du und ich, mein Lieber. Komm schon. Ich wäre echt sehr dankbar, mein Lieber, wenn das funktionieren würde. Das erledigen Sie mal alleine. Okay. Ich habe damit nichts zu tun, okay. Aber wenn Sie was kaufen möchten, dann nur zu. Arschloch. Okay, gut, dann, lass mal gucken hier, was du hast. Natürlich doch. Ja. Also, die 13er-Kugel kommt weg. Die Maschinenpistole soll ich auch verkaufen, ne? Was hab ich hier? 9mm. So. Der Absinth kommt weg. Hilfenschwerer, Bügeleisen. Ich dreh die ganze Kacke an, mein Lieber, ne? Merkst du schon? Gecko-Ei, Gecko-Haut. So. Dann die Bücher natürlich. Das hier kriegst du. Du kriegst die ganze Rotze hier, mein Lieber. Den ganzen Scheiß. Dreh ich dir an. Du kannst nichts gegen mich. Negligé. Einmal getragen, mein Lieber. Weiß Bescheid. So, ruhige Hand, Schaufel. Ein Schrecken für, genau. Einfach mal alles hier ihm reinwürgen. So. Wunderkleber. Ich glaube, den ganzen Scheiß brauche ich, ne?
582. Okay, hast du vielleicht noch irgendwelchen Stuff hier am Start? Hohlspitz. Baseballschläger. Quarkkern. Aber sonst hast du nichts hier, ne? Irgendwie eine Wumme oder sowas. 20 Laufgeschoss. Nein, keine Spannungsbatterie. Ein paar Stimpacks oder sowas. Ich glaube, das könnte ich hier noch gebrauchen. Boah, 214, Alter. Da hast du wieder alle Latten am Zaun. Ah, okay. Aber ich sehe schon, das bringt nichts. Okay, dann machen wir das. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ja, komm hier, du Lurch. Immer mit der Ruhe. Ja, ja, du mich auch. So. Gut, haben wir hier irgendwas? Da haben wir eine Waffe. So. Keine Ahnung, ob es was bringt hier. Um diese Waffe zu klauen. Ich habe keine, ich sehe es ja nicht. Ich probiere es mal. No luck. Hat es gemerkt? Hast du gemerkt? Hast du nicht gemerkt, ne? Dieb! Ah, scheiße, hat er gemerkt. Okay, also lassen wir das. Gut, dann würde ich sagen, easy peasy. Und dann sind wir soweit hier mit allen durch hier, ne? So. Easy Pete pimmelt hier vorne rum. Auf ganz entspannt. So, mein Lieber. Howdy. Howdy. Ich höre, Sie haben Dynamit. Es würde uns richtig helfen, die Pulverbanditen zu besiegen. Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. 24, 25. Boah, Alter. Brauche ich die 25, damit es klappt, ne? Aber ich meine, ganz im Ernst, wie kompliziert kann das schon sein? Ich meine, es ist doch nur anzünden und wegwerfen, hör mal. Zu gefährlich, ja, tut Scheiße. Mir leid. Sie jagen sich bloß in die Luft. Oder ihre Nachbarn. Oder das ganze Kaff. Ah, okay, warte. Yep. Ja, ja, warte. Habe ich da vielleicht was dabei? So, falschen. Irgendwie Paddelöwe-Sprache, falschen. Irgendwie hier Sprengstoff oder sowas, waffenlos plus 10. Reparieren plus 10. Aber nix. Scheiße. Okay. So, Trudy, mein Lieber, pass auf, ich brauch dich. Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen? Yep. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. Aber hallo. Beim Saloon und im Laden könnte ich prima Hinterhalte legen, wenn ich Hilfe hätte. Hört sich nach einem guten Plan an. Okay, Sie scheinen zu wissen, was Sie tun. Ich bin dabei. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Gut, ich habe das Funkgerät repariert, ne? Nur mal so by the way. Ja, ich habe gehört, dass es sich wieder eingeschaltet hat, nachdem Sie damit fertig waren. Hier, ein paar Kronkorken für Ihre Arbeit. Gut, dankeschön. Gerne doch. Also, kann ich Ihnen was bringen? Ja, zeig mal, was du hast. Für das, was Sie für uns getan haben, bekommen Sie einen Sonderrabatt. Hey, finde ich mega. So, hat die Mutti hier vielleicht irgendwas, womit ich... Nee, hat sie nicht. Okay, gut. Dann, hopp. Passen Sie auf da draußen. Ja, mach ich. So. Schauen wir mal. Was jetzt noch hier zu erledigen ist. Das haben wir alles. Das ist soweit in
Ordnung. Dynamit haben wir nicht. Chat will auch nicht mitmachen. Der Lappen. So, hoffentlich kriegst du eine Kugel in den Kopf, Junge. Mal gucken. Also, würde ich sagen, geht's zurück. Und dann schauen wir uns auch die Lutzi hier mal an. Was da rumkommt. Mal gucken. So, mein Lieber. Also, wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Aber hallo. Gut, dann können wir wohl los. Außer Ihnen fällt noch was ein, das Sie machen könnten. Ja, ich habe soweit das erledigt, also packen wir es an. Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Wird Zeit loszulegen. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Okay, weißt du, wie viele sind? Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Okay, dann los. Ich lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Gut, dann hauen wir die Säcke um. Ist ja die Sache, wo die jetzt da kommen, ne? Ich glaube, das war hier, da hinten. Da sind sie schon. 1, 2, okay. So, wie sieht es eigentlich moneymäßig aus, hör mal. 121 Schuss, 117 Schuss, 10 mm habe ich auch noch und 11 Schuss, glaube ich, für das dicke Kaliber. Okay. Wird schon irgendwie schief gehen und so. Okay. Oh, die ballern direkt schon los, hey, aber... So, Alab. Nicht lang schnacken. Den treffe ich nicht. So, Joe Cobb. Dich mache ich persönlich. Der hat einiges aus, ne? Guck mal, den haben wir da richtig in den Arsch gehauen worden. Ja, mega. Vergöttert die Gemeinschaft, verehrt sie wegen ihrer ausgiebigen Unterstützung und ihres guten Willens. Gemieden. Sie haben einen schlechten Eindruck bei der Gemeinschaft hinterlassen und werden daher gemieden. Okay, gut. Alles gleich. Ja, haben wir das. Coole Sache. Schießereien in der Geisterstadt ist fertig. Mega. Okay, schauen wir doch mal. Korken, Hülse, Magnum-Revolver, mega, den gönne ich mir, die Patrone auch, jawohl, Pulverbanditen, Wachen, Outfits, ja, und ein Stealth-Boy, alles gleich, so, was hatte er hier, das nehmen wir mit, Patrone, einfaches Pulverbanditen auswählen, die Hülse, und Dynamit. Vielleicht können wir das hier noch verkaufen irgendwie. Dafür schulde ich Ihnen eine Menge. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane. Aber das werde ich denen schon erklären. Ja, keine Ursache. Aber irgendwie ist das schon echt ein bisschen scheiße wenig, ne? Ich meine, ich habe dir dein Leben gerettet, mein Lieber. Mehr habe ich nicht bei mir, aber wenn Sie mich im Hauptlager der kaminroten Karawane besuchen, bekommen Sie den Rest. Ja, okay. Gut. Hallo. Klingt fair. So, den haben wir gelootet. So. Eine Einschussflinte. Mega. Okay. Alles mal mitnehmen. Dynamit. Ein schlichtes Pulverbanditen-Outfit. Ein Vorkriegs-Baseball-Netz. Okay. Also, alles wird hier mitgenommen. Hackeball. Okay, dann. Das auch noch mit. Der ganze Bums wird verkauft. So. Den haben wir. Was haben wir hier? Desperado. Cowboy-Hut. Dann
Dynamit, noch eine Einschussflinte. Korken, ja, mega. So, du. Ah, die gleichen. Sehr schön. Hey, Trudy. Gut, dass das alles gelaufen ist. Mir ist es lieber, wenn es in Good Springs schön ruhig ist. So, zeig mal, was du hast. Für das, was sie für uns getan haben, bekommen sie einen Sonderrabatt. Ein Sonderrabatt auf den Sonderrabatt finde ich mega, mein Liebe. So, den Baseballschläger stecke ich dir. Dann den Hut würde ich gerne behalten. Das Dynamit. Das war ein bisschen viel, ne? Deswegen, warte. Dann nehme ich mir mal 5 zurück. Okay. Könnte aber noch 1, 2 verkaufen. Okay. Dann kann man das ja reparieren und tragen eventuell. Aber Schadensresistenz hat das Ding nicht, oder wie? Okay, das heißt, eigentlich könnten wir die verkaufen, ne, oder? Ich warte mal ab. So. Wir haben den Kronkorken. Danke. Kein Problem. Passen Sie. Yep, mach ich. Also, kann ich das irgendwie hier tragen? Bringt mir das was? Ich habe eine leichte Lederrüstung. Sie haben eine Fraktionsrüstung ausgerüstet. Durch Fraktionsrüstung verkleiden Sie sich als Mitglied der jeweiligen Fraktion. Mitglieder der Fraktion werden Sie für einen Freund halten, während Feinde der Fraktion Sie umgehend und unabhängig von Ihrem tatsächlichen Ruf angreifen werden. Etwaige Veränderungen Ihres Rufs haben immer noch Einfluss auf Ihr Sicherheitspersonal wie Wachen und Wachhunde. Durchsuchen Ihre, durchschauen Ihre Verkleidung und werden alle umstehenden Armeen, also seien Sie vorsichtig. Nein, das will ich nicht. Alter, okay, dann will ich sagen. Verkaufe ich den Bums hier, ne? Leichte Lederrüstung. So, nehmen wir noch die hier und den gepanzerten Vault. Overall den. Kann man verkleiden. Pull für eine Wachenoutfit. Dann würde ich sagen. Wird das alles hier verkauft, ne? Und das Ding kannst du mal reparieren. Das heißt, die Einschlussflinte kannst du ebenfalls reparieren. Aber mehr ist ja nicht, ne? Gut. Dann, mein lieber Chat, ich habe noch Stuff für dich. Das glaubst du aber. Hallo. Hallöchen. Was für ein Kampf. Ja, gell? Hoffentlich fällt uns das später nicht auf den Kopf. Ja, bestimmt nicht. So, zeig mal, was du hast. Natürlich doch. Ah, okay. Du hast ja jede Menge Stuff noch. Ich würde sagen, ich gebe dir auch mal hier mein restliches Dynamit. Das Outfit. Den gepanzerten. Dann das Kleinkalibre, das behalte ich. Das hier. Buste Karawanenflinte, die ist vollständig repariert. Das ist super. Das schlichte und das schlichte. Und die Baseballmütze, Kippe und dann haben wir 110 Deckel mehr, ne? Alles klärchen. So, 1050 Kronkorken fast schon. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Aber hallo. Immer mit der Ruhe. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, ist das doch hier so weit erledigt. Hör mal, mega. Finde ich gut. Schön. Dann würde ich sagen, in diesem Run, mache ich da mal hier so, ne? Nicht den Badass Motherfucker, sondern derjenige, der hier allen hilft. Mal ein gutes Charisma. Kenne ich so auch noch nicht. Dann würde ich sagen, ist die Quest hier erledigt. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal da lang, ne? Ihr Lieben, doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.